Hallo zusammen, ich bin hier im Erdöl- und Erdgasmuseum in Polen und hier habe ich einen tollen Kühlschrank entdeckt. Das ist ein Electrolux-Kühlschrank von 1940 und der wird direkt am Erdgas betrieben. Ist ein Absorberkühlsystem. Ein Electrolux. Also man sieht hier, was Sache ist. Und innen drin, das ist nicht speziell. Also zwei Tablare, ein Kühler. Hier unten haben wir einen mechanischen Thermostaten. Der regelt an sich nur das Gasventil. Und wenn wir das von hinten her anschauen, ist das ein typischer Absorber. Hier mit dem Kochrohr, mit dem Absorber. Da zeige ich euch natürlich, mache ich euch einen Link auf ein modernes Kühlsystem. Aber ihr seht, das ist immer noch gleich wie dazu. Also hier mache ich euch ein Video über diesen Absorberkühlsystem, wie das funktioniert oder alle drei Kühlsysteme. Ich wünsche euch einen schönen Tag.